So, wie ihr seht, Prestigeaufgaben sind da, aber eine habe ich schon abgeschlossen. Das war gerade eben bei der Tagesaufgabe, also wenn ihr sehen wollt, wie es aktiv passiert, wie man die Aufgabe nimmt, wie gesagt, einfach das letzte Video gucken, was eben hochgeladen wurde, wie gesagt, wo man den in Jungle Jackson landen muss oder in Salty Springs. Da habe ich den Sturmschaden, also den Kill gemacht im Sturm. Ich weiß nur nicht genau, wie man das einem erklären kann, ich es euch, um Gottes Willen. Aber in meinen Augen hat das auch sehr viel mit Glück zu tun. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken einfach, ob wir einen finden, der gerade im Sturm noch rumgeiert. Weil das ist echt keine leichte Aufgabe. Es hat viel mit Glück zu tun in meinen Augen. Ist nicht so einfach. Also, weil wir müssen, glaube ich, weil die Aufgabe heißt ja, füge einem Gegner im Sturm Schaden zu. Jetzt ist, bin ich aber auch da mir nicht sicher, reicht es, wenn der Gegner im Sturm ist? Oder müssen wir im Sturm sein? Oder müssen beide im Sturm sein? Also die Antwort kann ich euch leider nicht geben. Am besten rennt ihr einfach im Sturm rum. Und guckt, ob ihr einen findet, der auch im Sturm rumrennt. Oder wenn einer kommt, ihr müsst ja nur Schaden machen, keinen Kill. Also von daher müsste es eigentlich machbar sein, aber bei mir war es halt deutlich im Sturm und das war halt eine Situation, ich wollte den Kill unbedingt haben, ist egal wie die Runde ausgeht, aber ich wollte diesen Kill haben. Aus dem Grund ist halt einfach das dann halt so passiert. Und wie gesagt, ich werde das Video auch verlinken, unten in der Videobeschreibung dann, und dann könnt ihr auch sehen, wie ich es halt gemacht habe. Aber jetzt noch gerade was anderes, wegen unten im Passive-Code. Ich weiß, wir haben, jeder weiß es im Prinzip, der hier im Kanal rumturnt. Aber halt auch für die Neueren. Ihr seht unten den Code, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 280 Abonnenten sind wir dann bei zwei Zahlen. Zweimal wurde der Code bereits schon geknackt. Einmal vom Use-Creator-Code Peli-FN und einmal von Jan C., den bestimmt schon einige hier gesehen haben in den Kommentaren, wenn einer die Kommentare liest. Grüße gehen da schon mal definitiv raus. Und wenn du halt genau wissen willst, wie das funktioniert mit diesem Paysafe-Code, guck einfach mal in der Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video zu gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und gleichzeitig auch erkläre, wie man den Code knacken kann bzw. ausprobieren kann und gucken kann, ob der Code noch vollständig, also noch da ist und nicht schon eingelöst wurde. So, jetzt machen wir erstmal hier die andere Tagesaufgabe fertig. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Zone ist. Dann gehen wir nämlich an den Zonenrand, wenn wir so weit kommen. Weil ich glaube, ich bin hier nicht alleine gelandet. Weil logischerweise, da es Tagesaufgabe ist, werden hier einige landen. Gerade mal gucken, ob ich noch ein bisschen was an Loot wenigstens bekomme. Die Kiste ist über. Meine Güte. Ja, in Grün ist immer noch besser als in Grau. Ich, manchmal regt mich das Bauen echt auf. Oh, da wird der Hund ja in der Pfanne verrückt. So, da hinten wird rumgeballert. Wir sind natürlich in der Zone, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber wir gehen einfach Richtung Fatal Fields und hoffen einfach, dass da was ist. Ich will doch jetzt eigentlich gar nicht hier auf die Gegner groß eingehen. Ah, hol ich mir die Kiste noch. Ach, hier ist doch gar keine Kiste. Kappa. Ach, wer ruft jetzt hier an? Keine Zeit, YouTube ist wichtiger. So, dann. Noch grad Munition mitholen. So, und jetzt gehen wir aber zu Dings runter. Hä? Wieso ist denn da erdreich? Bin ich jetzt hier gerade total lost? Gucken, dass unser Gegner nicht sieht. Ja, die sind da immer noch dran. Gucken, ob wir hier vielleicht ein bisschen sneaken können. Ah, ist zu weit weg. Wir probieren es jetzt einfach bei Salty. Ach, Salty sah schon Fatal.
Wie gesagt, mit dem Sturmschild, ich kann euch nicht genau sagen, ob ihr im Sturm sein müsst oder nur der Gegner. Das kann ich euch leider jetzt wirklich nicht beantworten, weil ich halt, wie gesagt, den Kill gemacht habe, komplett. Und wir waren halt beide im Sturm. Ein bisschen Blue Life wäre nicht schlecht. Vor allem das Problem ist auch bei der Geschichte, der Sturm muss ja auch erstmal da sein. Das ist nämlich schon das nächste Problem, was nämlich da besteht. Also die Aufgabe, sage ich ganz ehrlich, die ist nicht ganz so einfach. Vom Ablauf her klar, aber ihr müsst halt das Glück haben, dass einer wie ihr entweder in der Zone halt wie gesagt seid, ist. Oder halt, es ist einfach Zufall. Es ist einfach eine, Anführungszeichen, blöde Aufgabe in meinen Augen. Das hat nichts mit Können zu tun, sondern in meinen Augen wirklich mit reinem Glück. So, machen wir das Ganze mal so. Wie ihr seht, 39 leben nur noch. Ich sage ja, hier unten in dem Bereich, ey, die killen sich alle wie die Bekloppten. So richtig nach dem Motto, Hauptsache ich habe 10, 5 Kills, wenn nicht, oh, egal. Ich kann halt nur hoffen, dass einer von Lucky Landing kommt oder so. Komm. Mach doch den Kopf hoch. Ach, ohne Fahnenkreuz wäre mir gerade lieber, nur der Punkt. Aber im Prinzip ist die Sache ja klar, aber ich versuche jetzt halt einfach noch mal hinzukriegen. Wie gesagt, uha, ja, deine Mutter auch. Das war der erste Kill. Und wo ist der andere Gegner? Das war nicht der auf dem Dach, gell? Er denn gegammelt? Er hat hinter der Ecke gewartet. Also wie gesagt, ich kann es euch halt nur noch mal hier gerade schnell zeigen. Das hier ist halt der Sturm und ihr müsst, ich denke mal, einfach im Sturm sein und dann Gegner nur Schaden zufügen. Also ihr müsst keinen Kill machen, nur Schaden zufügen. Die Frage ist halt jetzt nur, müsst ihr beide im Sturm sein? Das müsst ihr halt einfach ausprobieren. Wie gesagt, geht an den Zonenrand und probiert es einfach aus. Ich habe es halt, wie gesagt, mit dem Kill gemacht. Ich werde unten in die Videobeschreibung noch einen Link reinmachen von dem Video, wo ich den Kill gemacht habe. Guckt einfach, wo sich das erste Sturmschild zuzieht, weil genau da ist das nämlich passiert. So, und dann sage ich in dem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Wie gesagt, die anderen Aufgaben kommen, ich schätze mal, erst in 2, 3 Stunden, weil mein Sohn nämlich heute ein Fußballspiel hat. Deshalb bin ich da erstmal unterwegs. Und ihr seht ja auch, der hier ist am Warten wahrscheinlich auf einen, der im Sturm rumrennt. Weil, ah doch, er bewegt sich jetzt doch Richtung normaler Zone. Wie gesagt, ihr müsst es einfach ausprobieren oder guckt das Video halt, was ich davor hochgeladen habe. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.